herzlich willkommen zu diesem Web-Talk. Es geht heute um 100 Quellen für OER. Nein, nicht ganz. Also es geht um einen kleinen Ausschnitt aus dem gesamten Thema, nämlich dem Thema Bilder und Grafiken. Ich werde einige Quellen vorstellen und ein bisschen was dazu erzählen, was es da zu beachten gibt. Ich bin so ein bisschen davon abgewichen, ganz, ganz viele Dinge zu zeigen, sondern ich möchte euch vor allen Dingen auf ein paar Punkte aufmerksam machen, die ihr immer wieder erleben werdet, wenn ihr euch mit der Suche nach Bildern im Web beschäftigen werdet. Ich werde dazu gleich eine Präsentation starten und das wird ungefähr, so eine halbe Stunde schon dauern. Und wenn ich fertig bin mit dem vielen Erzählen, dann seid ihr natürlich dran mit euren Fragen. Ich muss, glaube ich, schon darauf hinweisen, dass das hier keine Rechtsberatung werden kann, weil natürlich ist das Thema Bilder veröffentlichen, nachnutzen im Internet eine heikle Angelegenheit, die dafür sorgt, dass es immer wieder Leute gibt, die mit Abmahnungen und sonstigen zu tun haben. Und wie gesagt, ich gebe ein paar allgemeine Hinweise, aber keine Rechtsberatung. Gut, dann würde ich jetzt einmal mit meiner Präsentation starten und den Bildschirm freigeben. So. Ich denke, ihr könnt jetzt sehen, was ich hier auf dem Bildschirm habe. Ich lege mal eben den Chat beiseite und fange an mit der Präsentation. Ja, also wir haben hier als großes Thema eben Bilder. Und wahrscheinlich habt ihr das alle schon mal erlebt, dass wenn ihr geguckt habt, so wo kann ich Bilder finden, dann geht's gleich los mit wilden Versprechungen von Anbietern, die einem aus irgendwelchen Suchfenstern entgegenspringen und sagen, ich habe hier die tollsten, kostenlosen und besonders anspruchsvollen Bilder. Das ist oft ein wohlgemeintes Versprechen, was aber nicht unbedingt etwas behalten muss. Außerdem werdet ihr wahrscheinlich damit konfrontiert, dass ihr nach Bildern sucht, die ihr weiterverwenden könnt. Das heißt, wir sind jetzt schon ganz schnell in dem Thema OER. Was ist das eigentlich? Woran kann man sowas erkennen? Und wir machen OER jetzt in unserem Fall fest an den Creative Commons Lizenzen. Und diese Lizenzen kann man erkennen an kleinen Icons. Also man kann Bilder sehen, die man hier zum Beispiel findet. Das ist eine Creative Commons Lizenz CC0 genannt, mit der man Bilder und andere Materialien versehen kann, die die Nachnutzung durch andere Menschen so gut wie gar nicht einschränkt. Es gibt dann noch CC BY, also die Creative Commons Lizenz, die darauf setzt, dass jemand, der ein Werk nachnutzt, auf jeden Fall den Namen des Urhebers nennen muss. Und dann gibt es noch eine Lizenz CC BY SA genannt, die darauf setzt, dass man nicht nur den Namen eines Urhebers nennen muss, sondern auch, wenn man das Werk weiterverwendet hat und verändert hat und dann wieder freigibt, dieses unter der gleichen Lizenz freigibt wie das ursprüngliche. Das ist vielleicht ein bisschen wild kurz zusammengefasst, aber dabei muss es auch heute schon bleiben. Wer mehr wissen möchte, der kann sich ein kurzes Video anschauen, das Joran Mus-Meerholz gemacht hat, dass man hinterher, wenn diese Präsentation freigegeben wird für euch, dann auch anklicken kann und dann eben schauen kann, um sich diese ganzen verwirrenden Piktogramme und Abkürzungen nochmal genau erklären zu lassen.
Ich werde im Laufe dieser Präsentation, wenn wir an entsprechende Stellen kommen, nochmal darauf hinweisen, wo und wie man diese Lizenzhinweise finden kann, weil das eines der zentralen Dinge ist, die man wissen muss und können muss, wenn man eben Bilder unter einer freien Lizenz finden möchte und vor allen Dingen, wenn man sie weiterverwenden möchte. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt viele sehr große Datenbanken für Bilder im Netz, die ein großes Versprechen abgeben, nämlich, dass sie Gratisbilder haben, dass sie lizenzfreie Bilder haben und so weiter. Und das ist alles ein bisschen merkwürdig und vor allen Dingen in zwei Punkten etwas problematisch, die ich hier einmal zeigen möchte, wo ich auch ganz klar sagen möchte, dass ich hier für diese zuerst gezeigten Seiten keine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen möchte, wenn es darum geht, OER zu erstellen. Und es geht mir jetzt hier nicht darum, irgendwie zu sagen, diese Seiten sind schlecht oder unbrauchbar, ganz im Gegenteil. Aber für OER ist das problematisch. Ich sage warum. Ich nehme mal unser erstes Beispiel. Pixabay ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Wir springen jetzt mal auf diese Seite. Und wir haben hier die Pixabay-Seite einmal in ihrer Gänze sozusagen und könnten jetzt hier Suchen eingeben für entsprechend Bilder und so weiter. Das mache ich jetzt nicht. Also ich würde halt eine ganze Menge an Suchtreffern finden, sondern worauf es mir hier ankommt, ist, dass wir bei Pixabay eine extra Lizenz haben. Also Pixabay veröffentlicht Fotos unter einer eigenen Lizenz, nämlich der sogenannten Pixabay-Lizenz. Und das ist ein Modell, was man halt machen kann, also vielleicht vergleichbar mit einem Hausrecht oder so, was man im anderen Zusammenhängen ausüben kann. Man kann halt seiner Webseite Regeln geben, nach denen Sachen benutzt werden dürfen. Und in diesem Fall ist es eben die Pixabay-Lizenz und keine Creative Commons-Lizenz, die wir eben für OER benutzen wollen. Ich lasse es mal tatsächlich bei diesem Hinweis erstmal so weit stehen. Wichtig ist halt, wenn ihr Fotos benutzen möchtet, die ihr im Rahmen von OER weiterverwenden möchtet, dann schaut nach Creative Commons Lizenzen. Und wie gesagt, dafür muss man manchmal ein bisschen wühlen. Zum Beispiel hier bei Pexels, auch das eine sehr bekannte Fotodatenbank mit qualitativ hochwertigen Fotos. Auch hier kann man auf der Webseite schon sehen, es gibt einen Hinweis auf Lizenzen. Den klicke ich jetzt mal an und hier sind die Herausgeber dieser Datenbank sehr freundlich und sagen einem sehr klar, was ist erlaubt. Was kann man machen mit den Fotos und was kann man eben nicht machen. Und das wiederum ist auch eine eigene Pexels-Lizenz. Also wir sind hier nicht im Bereich von Creative Commons-Lizenzen, sondern haben eine Lizenz, die sich die Betreiber hier selber gegeben haben. Das ist übrigens kein besonders merkwürdiger Vorgang, sondern ist eben eine Sache, die man einfach machen kann. Es gibt sehr viele Lizenzen neben den Creative Commons Lizenzen. Genau, eine weitere Seite, die ebenfalls immer mal wieder auftaucht im Zusammenhang mit der Nutzung von Bildern, die man kostenlos nutzen kann, ist publicdomainpictures.net. Und hier denkt man ja zuerst daran, super, hier finde ich bestimmt Dinge, die man zum Beispiel unter CC0 weiterfinden kann. Und ja, das kann auch vielleicht so stimmen. Ich mache mal einfach einen Suchvorgang. Ich suche mal nach einem Vogel. Mal gucken, ob das zu einem
Ergebnis führt. Und ja, tatsächlich, ich finde hier verschiedene Darstellungen. Und dieser Papagei hier spricht mich an, dann gehe ich da mal drauf und schaue nach den Informationen, die ich hier haben kann. Das, was ich zuerst sehe, ist, dass ich hier schon aufgefordert werde, ein bisschen Geld zu bezahlen. Und ich sehe hier vielleicht den Urheber des Fotos. Das ist ja auch schon mal interessant. Ich kann dann, wenn ich weiter runter scrolle, auf der Seite sehen, was genau auf dem Foto zu sehen ist, mit welcher Kamera und so weiter. Und ich sehe, es gibt einen Premium-Download und einen Free-Download. Die unterscheiden sich vor allen Dingen darin, dass der Premium-Download Geld kostet. Der freie Download hat eine reduzierte Dateigröße. Wenn ich damit leben kann, okay, kein Problem. Und ich sehe hier auch einen Lizenzhinweis und kann jetzt davon ausgehen, dass dieses Bild wahrscheinlich unter dieser Lizenz freigegeben wurde. Warum schränke ich das so ein? Es gibt immer mal wieder Leute, die stellen Fotos, die sie nicht selber gemacht haben, irgendwo zur Verfügung und behaupten, sie hätten das Foto selber gemacht. Und da hilft es natürlich immer mal ein bisschen gegen zu checken, ob das wirklich auch stimmt. Okay, aber auf dieser Seite sehen wir, es gibt ein paar Kaufaufforderungen, die man hier sehen kann. Wahrscheinlich ist es so, dass die Leute, die diese Webseite betreiben, ja auch gerne ein bisschen davon leben wollen. Okay, also soweit Datenbanken, die man, mit Vorsicht genießen sollte, wenn man OER bastelt. Was also vielleicht als nächstes tun? Man könnte ja mal weiter gucken. Es gibt Bilderdatenbanken, die ein bisschen kleiner sind, die von öffentlichen Betreibern zur Verfügung gestellt werden. Dieses Beispiel hier ist jetzt die Bilderdatenbank des Tiroler Bildungsservers. Das ist der Bildungsserver, der in Österreich steht und der hier einen Bilderpool zur Verfügung stellt, der relativ klein ist, also so 37.000 Bilder hat, aber immerhin. Auch hier könnten wir ja vielleicht mal gucken. Ups, entschuldigt bitte, ich bin einmal verrutscht. Auch hier könnte man ja einmal gucken, wie das Ganze in Live und Farbe aussieht. Ich suche mal nach einer Amsel. Ich habe es, glaube ich, heute mit Vögel. So, hier haben wir ein Bild von einer Amsel. Auch hier bietet es sich an, zu schauen, was man denn über dieses Foto erfahren kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der mir heute fast am wichtigsten ist. Also natürlich möchte ich euch gerne zeigen, wo man Fotos finden kann. Aber es ist super wichtig, dass ihr herausgeht mit dem Wissen, was man dann macht, außer nur den Download-Knopf zu betätigen. Was erfahren wir also über dieses Foto? Wir erfahren, dass es einen Urheber gibt, Armin Kindl, und dass es eine Bildlizenz gibt. Und diese Bildlizenz ist jetzt hier nicht mit kleinen Icons dargestellt, sondern mit Buchstaben. Ich löse das mal eben auf. Da steht also Creative Commons by, also der Name des Urhebers soll angegeben werden, NC, Non-Commercial. Der Verwendungszusammenhang soll nicht kommerziell sein. SA, Share Alike. Also wenn du dieses Foto verwenden und verändern möchtest und deine veränderte Version wieder zur Verfügung stellst, dann gebe sie bitte unter der gleichen Lizenz frei. In diesem Fall ist das die Version 3.0 in der Ausprägung Österreich. Also diese ganzen Informationen haben wir hier. Was bedeutet das wieder für unseren Zusammenhang von OER? Wir können dieses Foto verwenden, wenn wir OER erstellen, das in nicht kommerziellen Zusammenhängen genutzt werden soll. Und dieses nicht kommerzielle Zusammenhänge ist ein sehr kompliziertes Thema, weil wo fängt kommerzielle Bildung an, wo hört sie auf? Das ist heiß diskutiert. Wenn ihr mögt, lest das gerne auf zum Beispiel OER Info einmal nach.
und informiert euch dazu weiter. Also dieser Bildungsserver ist im Prinzip eine super Sache, wenn man OER erstellen möchte, zum Beispiel im Zusammenhang staatlicher Schulen, wo man ganz sicher sagen kann, okay, ich werde hier keine kommerzielle Anwendung machen. Was haben wir noch? Es gibt auch ganz kleine Seiten, so wie diese hier. Der Bilderhamster ist eine Seite, die von einem Lehrer betrieben wurde oder wird immer noch, der sagt, naja, also eigentlich möchte ich gerne Bilder finden und suchen für meinen Unterricht und anderen zur Verfügung stellen. Diese Bilder stehen unter CC0, sind also ohne Einschränkung zu benutzen im Zusammenhang von OER. Diese Bilderdatenbank ist relativ klein, aber zum Beispiel nach Unterrichtsthemen geordnet und kann so vielleicht ein bisschen weiterhelfen für Leute, die entsprechend ähnliche Themen bearbeiten. So. Dann haben wir noch eine weitere Datenbank. Das ist PIX. Das ist eine, so wie die Webseite aussieht, vielleicht schon etwas länger am Markt befindliche Webseite, aber ich interpretiere jetzt hier so wild vor mich hin. Auch hier gucken wir doch mal, was man so zum Thema Amsel zu finden hat. Die Seite hier ist eine Foto-Community, wo man Fotos hochladen kann, die ganz offensichtlich jetzt nicht irgendwie besonders hochglanz sein müssen, sondern so auch Alltagsfotografie umfassen können. Schauen wir doch mal. Hier gibt es ein Foto, das heißt, nehmen wir doch mal das hier, Amsel. Wir müssen einmal draufklicken und mal schauen, ob wir hier auch wieder ziemlich gut unsere Lizenzinformationen finden können. Denn, wie gesagt, darauf kommt es mir ja heute an, dass man also diesen Vorgang wirklich ziemlich verinnerlicht. Wir sehen, die Seite lädt jetzt gerade relativ langsam. Ja, das ist halt manchmal so, vielleicht ist dieses Foto längere Zeit nicht aufgerufen worden. Ich würde den Vorgang jetzt hier einmal abbrechen und gehe mal zu einem anderen Foto. Vielleicht lädt das ja ein bisschen schneller. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. Genau, wenn wir so die Seite anschauen, dann können wir sehen, dass jetzt in den Reitern, die hier oben zu finden sind, eben keine Hinweise zu Lizenzen sind. Aber jetzt habe ich das Foto, es hat geladen und ich finde hier einen Kasten Foto-Infos. Mal gucken, ob der vergrößert, wenn ich hier ein bisschen näher heranrutsche. So, hier haben wir die Fotos, die Informationen zu dem Foto. Wir haben einen Urheber, wir haben einen Titel für das Foto und wir haben eine Lizenz. In diesem Fall CC BY. Und wir wissen jetzt nicht genau, welche Version das ist. Das könnt ihr jetzt ganz unten links im Bildschirm erkennen. Da ist etwas verlinkt. Ich klicke mal da drauf und dann schauen wir mal, was passiert. Und hier können wir also sehen, dass unser Betreiber dieser Webseite Informationen zur Verfügung stellt, welche Lizenz er denn für diese Fotos, die er hier veröffentlicht, gewählt hat. Und das ist die CC-Lizenz CC BY 2.0. Und hier finden wir also dann auch einen Link zu der Creative Commons Lizenz, um uns genau die Verwendungshinweise anzuschauen. Aber unser Mensch, der uns das Ganze zur Verfügung stellt, hat uns auch ein bisschen was noch mitgegeben. Er hat nämlich gesagt, wir müssen den Namen des Autors und des Bildes nennen, Hinweis und Link auf die Lizenz und dann noch auf die Quelle, sodass wir also hiermit schon mal ganz gut arbeiten können.
So. Dann haben wir hier noch eine weitere Quelle für Bilder, die im Prinzip jetzt keine Fotos oder sowas sind, sondern Icons. Manchmal möchte man ja gar nicht so mit Realbildern arbeiten, sondern etwas andere Formen ausprobieren. Und hier kann man entsprechend sich auch Icons anschauen, herunterladen. Und auch hier mache ich nochmal unseren Test. Dieses Icon hier guckt gerade ganz fröhlich, da gucke ich doch mal drauf. Und hier sehe ich also die Angaben zu der Lizenz und eine Urheberin oder einen Urheber, sodass ich nachvollziehen kann, um welche Lizenz es sich handelt. Ich kann ja nochmal gucken, ob es sich anbietet, dass bei allen die gleichen Lizenzen sind. Oh, mit Grüßen an Anja und Kai, hier einmal das Llama. Genau, auch das ist eine Creative Commons Lizenz, die hier angezeigt wird, und ich kann auch wieder nähere Informationen zu dieser Lizenz erfahren, indem ich hier auf diesen Bereich Learn More gehe. Es gibt in diesem Projekt auch viele Icons, die unter CC0 stehen. Es ist jetzt ein bisschen Zufall, dass die Dinge, auf die ich gerade draufgeklickt habe, eine CC BY-Lizenz hatten. Aber so ist es eben. Man muss tatsächlich jedes einzelne Element, was man weiterverwenden möchte, tatsächlich überprüfen und schauen, ob es sich für die eigene Weiterverwendung dann auch tatsächlich eignet. Das ist nicht selbstverständlich, dass wenn man eine Quelle hat, so wie jetzt hier, dass man denkt, naja, da steht Free Icons, also werden die alle die gleiche Lizenz haben, wie wir gesehen haben. Oder wie ich heute sehen konnte, ist es tatsächlich so, dass es unterschiedliche Lizenzen in diesem Projekt gibt. Ja, jetzt möchte ich euch auf etwas aufmerksam machen, das ihr vielleicht kennt, Flickr. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Bilder unter freier Lizenz zu finden. Stellen wir uns mal vor, ihr habt euch gerade gemerkt, dass es Flickr gibt als Bilddatenbank und Community. Und das ist es, mit dem ihr startet. Wenn ihr euch also daran erinnern konntet, es gibt Flickr, dann könnt ihr auf dieser Startseite im Suchschlitz, ich suche mal wieder nach der Amsel, nach Fotos suchen, die zum Beispiel eine Amsel im Bild haben. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr filtern könnt nach einer Lizenz. Und hier hinterlegt sind die Creative Commons Lizenzen, die ihr einsetzen könnt. Ihr könnt also sagen, ich möchte auf jeden Fall kommerzielle Nutzung und Änderungen erlaubt haben, und dann könnt ihr eure Auswahl entsprechend filtern lassen. Bei den Flickr-Bildern ist es so, dass die immer ein bisschen komplex dargestellt werden mit vielen Informationen. Ich habe jetzt ein Bild mal aufgerufen, und ihr findet alle Informationen zu dem Bild dann unterhalb des Bildes und hier wieder die Icons, die ihr vielleicht vom Anfang der Präsentation noch kennt. Also hier möchte jemand mit Namen genannt werden und dass sein Bild unter den gleichen Bedingungen weiterverwendet wird. Und wenn man auf diesen Link hier klickt, bestimmte Rechte vorbehalten, dann wird nochmal darauf hingewiesen, welche Lizenz sich dahinter im Detail verbirgt. Das ist, wie gesagt, ein Weg, auf Flickr entsprechend weiterzukommen. Und einen anderen Weg möchte ich euch noch zeigen, wenn man sich ein bisschen mehr merken kann als eben dieses Wort Flickr und dahinter / Creative Commons gibt, dann kommt man schon auf eine Informationsseite, die anzeigt, dass es eben eine besondere Verbindung von Flickr und den Creative Commons gibt. Und man kann sich hier schon vorgefilterte Rubriken anzeigen lassen.
ein bisschen freundlich beschrieben, auch nochmal, was die einzelnen Elemente der Lizenzen zu bedeuten haben. Und man kann dann sagen, ich möchte gerne eine bestimmte Sorte von Lizenz auswählen und dann kann ich hier entsprechend weitergehen, komme wieder auf meine Suchmaske und kann hier nochmal wieder nach meinetwegen meiner Amsel suchen. Und hier habe ich wieder meine Fotoauswahl und so weiter. Also hier kann man ganz schön arbeiten. Die dritte Variante, auf Flickr Creative Commons lizenzierte Inhalte zu finden, ist eben der Flickr Commons Bereich, den man auch aufrufen kann. Auf den werde ich sicherlich in einer der nächsten Folgen nochmal eingehen, wenn es um Kunst und Kultur geht. Heute nur schon mal darauf hingewiesen, dass wir hier Zugang haben zu Fotoarchiven, die sehr häufig aus öffentlicher Hand kommen, wo dann historische Fundstücke zu finden sind. Aber wie gesagt, da werde ich in einer der nächsten Folgen noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Weiter sehr wichtig für die Suche nach Bildmaterial ist die Wikimedia Commons. Die Wikimedia heißt nicht nur so ähnlich wie die Wikipedia, sondern ist auch eines derer Schwesterprojekte und die Datenbank, hinter der die Bilder und weitere Beiträge liegen, die die Wikipedia-Artikel schmücken. Man kann diese Datenbank aber auch einfach als eigenständiges Projekt sehen und entsprechend durchsuchen. Dazu gibt es oben links einen kleinen Suchschlitz. Ich gucke mal, dass ich den ein bisschen größer mache und dann suche ich mal wieder nach meiner Amsel. So. Hier finden wir jetzt unterschiedliche Angebote, aber zum Beispiel ein Amselweibchen, das ist doch schon mal ganz schön. Und mit diesem Foto könnte ich jetzt entsprechend weiterarbeiten, indem ich mir das in unterschiedlichen Auflösungen herunterlade. Und auch hier suche ich jetzt nach dem Lizenzhinweis. Hier habe ich schon einen. Hier kann ich sehen, CC BY SA 2.0 ist die Lizenz, auf die sich der Urheber hier bezieht. Und ich kann hier auch nochmal einen Link finden zu dieser Lizenz, die mir dann verrät, was genau ich denn tun darf mit diesem Objekt. Das sind sozusagen die wichtigen Informationen, die ich mir hier zusammenziehen kann. Die Wikimedia Commons ist eine Datenbank, die beständig wächst. Es gibt regelmäßig, auch gerade hier, Wettbewerbe. Hier dieser Link, der mir gleich oben angezeigt wird, weist darauf hin, dass es gerade wieder einen Fotowettbewerb gibt, sodass sich diese Datenbank halt stetig erweitert. Genau. Ich glaube, ich nehme euch zum Abschluss nochmal mit auf diese Seite. Was kann ich denn tun, wenn ich meine Lizenzhinweise nicht nur erkannt habe, sondern auch für die Weiternutzung anderen Leuten sage, okay, ich habe hier ein Foto von jemand anderem verwendet. Bei den Creative Commons Lizenzen ist es ja so, dass ich immer sagen muss, welche Lizenz ich verwendet habe. Und die Wikimedia hat sich ein sehr nettes Tool ausgedacht, mit dem man tatsächlich auch sagen kann, wie so ein Lizenzhinweis in der Nachnutzung gestaltet sein kann. Dazu gibt es den Lizenzhinweisgenerator, den rufe ich jetzt mal auf. Er funktioniert recht einfach. Man sagt, hier ist mein Amselbild
Und nun, lieber Lizenzhinweisgenerator, spuck mir doch mal den Lizenzhinweis aus, den ich dann als Quellennachweis unter mein Bild setzen kann. Dann werde ich durch so eine kleine Maske geführt. Ich kann also sagen, ich möchte dieses Bild gerne in einem Foliensatz benutzen. Ich mache nur ein ganz bisschen was. Ich mache nur ein Foto da rein. Ich benutze es einzeln. Ich möchte es auch gar nicht bearbeiten. Es gefällt mir so. Und schon habe ich meinen Lizenzhinweis, den ich mir dann in die Zwischenablage kopieren kann und der alle Dinge beinhaltet, die halt eben wichtig sind für die Nachnutzung. Das ist ein sehr hilfreiches Tool, wenn man Bilder benutzt, die eben nicht aus der Wikimedia-Datenbank stammen, dann muss man das praktisch händisch machen. Dafür haben wir bei OER Info eine kleine Merkhilfe. Das ist die sogenannte Tulu-Regel, zu der es einen Artikel gibt, der nochmal ganz genau beschreibt, wie Fotos nachgenutzt werden können. Aber das vielleicht so für euch als Grundinformation. Ich gehe jetzt diese Informationen nicht durch, sondern lade euch ein, tatsächlich dann später die Präsentation nochmal anzuschauen und den entsprechenden Artikel nochmal zu lesen. Und dann können wir vielleicht auch in der entsprechenden Telegram-Gruppe darüber diskutieren, wie das alles genau funktioniert mit der Nutzung. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal die Präsentation beenden und danke euch dann erstmal für die Aufmerksamkeit und würde entsprechend Christine darum bitten, dass sie uns wieder zusammenschaltet.